Dankeschön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf diesen Abend und vielleicht erstmal ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin Baro Vicentara-Gabbert, ich bin Juristin, habe in Hamburg und Rio de Janeiro Jura studiert, mich erstmal in einer akademischen Welt mit der Verbindung von Klimaschutz vor allem und Recht befasst und bin zurzeit in der Politikberatung, in der Gesetzgebung auf Bundesebene tätig, bin Sachverständige der Bundesregierung für Belange von Kindern und Jugendlichen im Bundesjugendkuratorium und habe vor jetzt fast 4 Jahren eine deutschlandweite Law-Klinik gegründet, also ein Verein, wo über 100 mittlerweile Juristinnen der Klimabewegung in Fragenmut um Klima und Recht zur Seite stehen. Und ich darf hier heute den ersten Impulsvortrag halten über Klimaschutz und Recht, relativ, oder Klimaschutz, Natur und Recht. Ich bin wahrscheinlich am nächsten dran an dem Thema, jedenfalls was die Worte angeht. Und ich fange einfach mal an mit einer Frage. Was ist eigentlich Recht? Und ich glaube, da kann man viele Antworten drauf finden, aber für den Anfang dieses Vortrages möchte ich eine Antwort mal in den Raum stellen, die ich für mich gefunden habe mit ganz vielen tollen, jungen Menschen, Schülerinnen und Schülern, mit denen ich oft arbeiten darf und kann. Und zwar, dass Recht eine Kodifikation gesellschaftlicher Werte und Normen im Wandel der Zeit ist. Recht, das klingt ja immer wie sowas ganz Abstraktes, so Wörter und irgendwas, was die da oben machen und die, die vor ihren Schreibtischen sitzen und sich irgendwas ganz Kompliziertes ausdenken, was niemand versteht. Aber eigentlich ist Rechtsetzung idealerweise das, was in der Gesellschaft passiert, in Jura übersetzt. Das vielleicht als Grund. Und wenn man das so als Annahme nimmt und sagt, Recht ist das, was passiert in der Gesellschaft, mit den Werten, dem, wo wir uns bewegen und wir alle leben in einer Natur, wir leben in einer Natur, die gerade aber auch sehr fragil ist, die aufgrund klimatischer Bedingungen in großer Gefahr schwebt, dann wird es eigentlich überraschen, dass auch Rechtsordnungen sich überlegen müssen, wie gehen wir denn mit dieser Situation um? Und jede Rechtsordnung ist gerade auf dem Weg und mehr oder weniger weit dabei, daran Antworten darauf zu finden. Und ein paar dieser Antworten möchte ich als Impulse hier reingeben, weil ich glaube, dass sie hoffentlich idealerweise als Grundlage für unsere weiteren Vorträge, aber auch Diskussionen dienen können. Wie sieht es aus mit den Lebensgrundlagen im deutschen Recht? Die Präsentation sieht etwas anders aus als auf meinem Laptop, aber das macht ja nichts. Wir haben einerseits das klassische Umweltrecht. Du hattest das ja auch gerade erwähnt, du kommst aus dem Umweltrecht, das ist ein Rechtsgebiet, es guckt sich so an, was ist um uns herum? Seltsamer Begriff auch, ist mir gerade aufgefallen, als du das gesagt hast, die Umwelt, als ob das so etwas wäre, wo wir nicht mit drin leben würden. Aber was neben dem Umweltrecht gerade immer öfter in der Debatte ist und auch neues Rechtsgebiet vielleicht, wenn man so möchte, weil es umfassender auch nochmal verschiedene Bereiche tangiert, ist das Klimaschutzrecht. Und du hattest ja auch schon Klimaklagen erwähnt und ich möchte es jetzt hier noch einmal aufgreifen, weil es wahrscheinlich ein Ereignis ist, das viele möglicherweise gehört haben in dem Kontext. Vor fast 3 Jahren hat unser oberstes Gericht, das Bundesverfassungsgericht, über Klimaschutz entschieden. Und das wurde als historischer, als fast revolutionärer Beschluss gefeiert und ich und viele haben sich gefragt, warum eigentlich? Also, dass wir das Klima schützen, das klingt jetzt erstmal nicht so nach Revolution. Vielleicht ist das schon ein erster Hinweis darauf, wo unsere Rechtsordnung so herkommt und noch stammt vor 3 Jahren. Was wurde da also entschieden beim Bundesverfassungsgericht 2021? Es wurde entschieden, dass dieser Artikel, und ich lasse ihn jetzt einfach mal kurz hier stehen und Sie und euch den alle lesen, Artikel 20a. Ja, dieser Artikel, der besagt, dass der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen Lebensgrundlagen schützt, auch für Klimageld.
Das war die große Revolution, die wir da erlebt haben, weil von 1994 aus dem klassischen Umweltrecht hat man noch nicht ans Klima gedacht, da hat man so gedacht an das Wasser, an die Bäume etc. Und seitdem wissen wir, auch Klima gehört zu dem Schutz unserer Lebensgrundlagen und damit haben wir jetzt beides auch in unserer Verfassung drin. Was ich dabei sehr spannend finde, ist, dass im Mittelpunkt dieser Entscheidung der Mensch stand. Es geht darum, und das sieht man auch hier, dass der Staat für die Menschen, für die Generation die Lebensgrundlagen schützt. Andere Rechtsordnungen haben ähnliche Konzepte oder auch andere Konzepte gefunden. Ich habe direkt eine Frage. Eine Verständnisfrage. Schützt das die Menschen nur in Deutschland eigentlich oder ist das auch die Idee drin, quasi die gesamte Menschheit nicht zu schützen? Das ist ein größerer Anspruch, wäre. Ja, das ist jetzt eine rechtlich ziemlich komplizierte Frage. Vielleicht können wir das auf die Diskussion danach verlagern, damit, sonst kriege ich da gleich so Zeitkarten und dann komme ich nicht mehr durch mit meinem Vortrag. Aber ich merke mir das. Da hinten wird nicht schon geguckt. Andere Rechtsordnungen haben vielleicht ähnliche, auch andere Ansätze gefunden. Und man kann sie ganz grob kategorisieren, vielleicht in das Recht auf Natur und das Recht der Natur. Das Recht auf Natur ist so ähnlich wie das, was ich gerade skizziert habe, das Recht des Menschen in einer intakten Umwelt zu leben und sich zu bewegen. Das findet man zum Beispiel in der Verfassung Ecuadors. 2008 wurde das dort inkorporiert und hat besagt, der Mensch hat das Recht auf ein gutes Leben in einer intakten Umwelt, mit lokal angebautem Essen, mit intakten Ökosystemen etc. Daraus spricht natürlich auch ein ganz bestimmter Bereich an Werten und Normen, so wie ich das vorher gesagt habe. Und ich glaube, da werden wir in der Diskussion auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber auch das ist erstmal die Perspektive, ich, Baro, als Mensch habe das Recht darauf, dass die Umwelt von mir intakt ist. Es gibt aber auch den anderen Ansatz, und zwar das Recht der Natur. Das ist das Recht des Flusses, des Baumes, des Berges oder irgendeiner anderen Einheit in der Natur, der man selbst ein Recht zuspricht. Auch das gibt es in anderen Rechtsordnungen, auch in Ecuador, aber auch in anderen partiell, zum Beispiel Neuseeland oder Bangladesch oder Kolumbien oder den USA. Und ich finde das so, so spannend, weil in Deutschland, wenn wir uns überlegen, wer hat Rechtssubjektstellung, also wer ist eine Einheit, die in Deutschland Rechte für sich einfordern, einklagen kann, dann haben wir da vor allem natürliche Personen, das ist ein Mensch so wie ich oder so wie Sie oder ihr, oder auch Unternehmen. Aber keine Flüsse oder Bäume oder Berge. Woanders gibt es das. Da geht man also nicht vom Menschen aus, sondern von der Natur, die auch Rechte einfordern und vor Gericht einklagen kann. Jetzt haben wir schon gesehen, es gibt so ein paar Ansätze, verschiedene Ansätze. Und für die Diskussion habe ich nochmal eine Frage mitgebracht, die ich in den Raum stellen möchte. Und zwar die Frage nach, wer verändert denn Recht? Wenn Recht die Kodifikation gesellschaftlicher Werte und Normen im Wandel der Zeit ist, dann kann man sich ja fragen, naja, wenn wir das vielleicht auch wollen, Rechte für die Natur oder auch nicht, wenn wir unser Verständnis davon, was ist eigentlich eine intakte Umwelt, was brauchen wir alles eigentlich für Lebensgrundlagen, damit wir hier in einer Gesellschaft, in einem Land, das werden wir nachher wahrscheinlich dann nochmal diskutieren, uns entfalten können, so wie wir das möchten. Was brauchen wir dafür eigentlich? Wer verändert das? Wer verändert diese Regeln? Da würde ich einfach mal die These und die Antwort in den Raum mitbringen, dass sich Werte und Normen mit den Menschen und durch die Menschen wandeln. Und zwar durch alle Menschen, die in der jeweiligen Rechtsordnung sich befassen mit Themen. Und zwar nicht unbedingt nur juristisch damit befassen, sondern in ihren Lebenswirklichkeiten. Und ich habe in den letzten Tagen, und da komme ich dann gleich zu einem auch persönlichen Schluss, den ich hier reinbringen möchte,
viel darüber nachgedacht, weil ich halte öfter Vorlesungen an Unis oder Vorträge und so, da sitzen dann immer PolitikerInnen, WirtschaftswissenschaftlerInnen oder KlimaphysikerInnen mit dabei. Und diesmal sind Leute dabei, die sich zum Beispiel mit Klang befassen, die sich damit befassen, wie mache ich eigentlich Natur Menschen zugänglich in einem Museum. Und ich bin zu dem Fazit gekommen, dass ich glaube, dass sich das Recht vor allem deswegen vielleicht auch manchmal langsam ändert, weil wir diese Verbindung ganz oft nicht schaffen. Es wird jetzt ein bisschen pathetisch, aber die Weihnachtszeit ist ja auch vielleicht okay für ein bisschen Pathos und man soll sich ja auch besinnen. Ich glaube nämlich, dass wir JuristInnen, und da würde ich mich wahrscheinlich mit einschließen, eine Sache nicht lernen in ihrer Ausbildung, in der Regel. Und das ist, Ideen nach vorne zu bringen, Visionen und Herzen zu berühren. Das ist der Pathos. Und ich glaube, wir brauchen das. Diese Geschichten, die Menschen begeistern, die Menschen ein gutes Leben erlebbar, begreifbar, erfahrbar machen. Und dann eigentlich braucht es JuristInnen nur noch, um diese neuen Werte, diese Normen, diese Vorstellungen in Jura, in Recht zu übersetzen. Damit bin ich am Ende meines Impulsvortrags. Kurz nach der roten Karte. Ich hoffe, es ist in Ordnung gewesen. Dankeschön. Ich freue mich auf die Diskussion. Thank you.